Dann trete ich ihnen samt Fruchtwasser alles Mögliche ins Gesicht, was gerade auf diesem Tisch liegt. Alles das gut. Könnt ihr mal. Oh, was auf dem Tisch liegt? Nee, das willst du, glaube ich, nicht. Ja, da liegt alles Mögliche, von Fruchtwasser bis Blut, alles Mögliche. Oh Gott. Ja, waren Sie noch nie bei einer Geburt dabei? Ich als Rettungssanitäterin hatte schon 5 Geburten hinter mir, wo ich live miterleben durfte. Ich war auch noch nie bei der Geburt dabei. Ja, das können Sie jetzt anders sagen. Ja, der Herr daneben, ja. Eigentlich habe ich ja einen Einsatz, wenn mich irgendjemand mal nach meiner Meinung fragt. Aber... Ja, im Prinzip hätte ich auch einen Einsatz. Aber wahrscheinlich einen anderen Befehl. Also jetzt. Was halten Sie denn? Warte mal, vielleicht haben wir. Ich habe eine andere Idee. Warte mal. Also, was tun jetzt, Sie warte mal. Wenn ich jetzt ganz langsam auf Ihren Bauch drücke. Sie wirkt. Wäre das. Also, ich würde ja auch ganz vorsichtig, wissen Sie? Mit Sicherheit nicht. Ich will das nicht tun. Ich glaube, dann wird sie. Ich glaube, dann erlebe ich sie überhaupt nicht mehr. Dann glaube ich, sind sie mal auf 14 Uhr nicht dabei. Ich würde jetzt einfach ihren Bauch so ganz leicht schieben. Ich probier das mal. Warten Sie mal. So, und. Nee, das war das andere. Gott, Gott, oh Gott. Nimm sie die Hände da weg! Nimm sie bitte die Hände da weg! Oh, ja. Ich schieb mal von hinten. Was? Ich spuck sie ins jetzt Gesicht! Das wird aber. Oh Gott, das wird. Auch nicht. Vielleicht ein bisschen schwer für mich. Gut, hilft mir nicht. Was will ich sagen? Oh Gott. Das klingt jetzt sehr obszön, das dürfen Sie mir aber bitte nicht übel nehmen. Vielleicht sollten Sie die Beine noch ein bisschen, ich weiß auch nicht, auseinander vielleicht? Ja, ein bisschen vielleicht die Beine auseinandernehmen, vielleicht geht's dann besser. Ja, vielleicht ist dann der Widerstand des Kindes geringer. Da schubsen Sie mich eigentlich ständig weg. Oh, okay. Ich glaube, es ist erledigt. Ich glaube, wir haben es. Sie ist gestorben. Ich meine, wir haben es. Ich glaube, ich fühle da was anderes. Ich weiß nicht, was Ihnen erzählt worden ist. Aber mir wurde erzählt, dass mir mein Freund bald ein kleines süßes Babyhündchen schenken wird. Auch noch ein Baby. Falls Sie das noch nie gehört haben. Doch, glaube ich schon. Ich kann Ihnen auch sagen, es wird ein weißes. Das kann ich Ihnen schon mal verraten. Sie brauchen sich keine Hoffnung über Dunkelhäutiges zu machen. Es wird ein weißes Hündchen. Glauben Sie mir. Ich muss mich wieder hinlegen, sonst mag ich das nicht. Ja. Nee, ich bin nicht der Schatz. Also da haben Sie jetzt irgendwas missverstanden. Das ist eine andere Erinnerung. Ich war der Chief. Ihr Schatz ist... der ist vorhin eigentlich macht er gerade ein Niggerchen. Wie ein Nickerchen? In einer anderen Abteilung. Oh Gott, das geht schon! Oh Gott! Sie sagen oi oi. Machen Sie sich gerade schwitzig. Nein, ich bin. Das hab ich sowas von für Sie. Ja, ich hätte alles erwartet, auf hier in diesem Stand, aber nicht, dass ich an der Geburt teilnehme. Ja. Ich dachte auch nicht, dass das erste, was ich erlebe, erstmal eine Geburt ist. Ja, also. Ich sage Ihnen, auf unserer Insel wird nicht nur rumgeballert, da wird auch. Rumgeknallt? Ja, ich auch. Ich darf mir während den Wehen einen Scherz erlauben, ja? Ja, gerne. Wir sind an Ihrer Seite und lachen auch mit. Ja. Ganz herzlich. Definitiv. In Ihrem Interesse. Ich glaube, Ihnen bleibt gerade gar nichts anderes übrig, als einfach mit mir zu lachen. Definitiv. Weil sonst hat der Kollege hier von Ihnen bald keine Hand mehr. Mhm. Ich muss nach meiner inneren Stimme gehen. Also, wenn ich gehe mal auf die andere Seite. Gehen Sie mal auf die andere Seite. So, ich komme Sie mal hier rüber, ich gehe mal rüber. Die andere Hand jetzt, oder was? Genau. Ja. Damit ich die auch noch brechen kann? Nee, ich gebe Ihnen dieselbe, ich will die andere nicht auch noch kaputt. Die brauchen sie noch. Damit, ja, morgen zur Grundausbildung. Wie bitte?
Morgen zur Grundausbildung brauchen sie sie noch. Definitiv. Ich hoffe, ich mache sie nicht kaputt, dass sie dann auch teilnehmen können. Ich hoffe auch. Sie können ihm ja dann später die Wunden lecken. Das ist mir ja. Ich glaube, das übernimmt mein süßer kleiner Babyhund, den ich bald haben werde. Alles klar. Ja. Ich hab noch nicht mal einen Namen. Wie soll ich, was ist, wenn es eine Sie ist? Wie soll ich sie nennen? Was ist, wenn es ein Er ist? Wie soll ich ihn nennen? Wie heißen Sie denn mit Vorname? Ich? Ich bin der Pedro. Nein, nicht Sie. Sie weiß ich. John. Aber der andere. John. John ist doch ein schöner Name. Für ein Mädchen. Ja, das finde ich auch. Nein, für einen Junge. Ach so. Ich glaube, weil sie so prägend für mich da war, nenne ich ihn John. Oh, das ist eine Ehre für mich, danke schön. Ja, und wenn es ein Weib ist, wie nenne ich die dann? Hier ist ja keine weibliche Offizierin, Polizei. Ich hätte einen Vorschlag. Julia. Nee, ich hasse den Namen Julia. Alles klar, neuer Name. Anna. Anna ist auch ein scheiß Name. Alles klar. Ja, ich... Sind Sie müde? Müssen Sie schlafen? Nein, ach gar nicht. Ich bin erst seit 7 im Dienst. Nein, lassen Sie mal. Ich bin auch die geborene Hebamme. Also das... Ich merk's. Aus. Guckt schon? Darf ich mal gucken? Gucke Sie nicht! Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, tut mir leid. Ist, glaube ich, schon zu spät. Ist raus? Nein. Nee. Ich habe gerade im Internet geguckt. Bis zu 12 Stunden. Ja, dann sage ich mal herzlichen Glückwunsch, dann schaffen Sie ja die Grundausbildung noch. Sorry, da muss ich auch lachen. Ja, ist doch wahr. Ich meine, er hat 14 Uhr morgen Termin. Super, machen Sie das. Ganz schnell das Lachen. Oh, ja, ich darf nicht mehr lachen, sonst kriege ich noch weh. Oh, ich muss erstmal was essen, ey. Perfekt. Sehe ich genauso. Ich habe ja noch etwas Lasagne. Das ist eine sehr schöne Körperhaltung. Wollte ich gerade sagen. Schlangenfrau wahrscheinlich. Ja. Ich bin echt sportlich. Nicht über ihr Kind, sondern über ihre Wirbelsäule. Okay. Scheiße! Das hilft Ihnen jetzt. Ich meine, Sie gebären auch nicht schneller, wenn Sie sich jetzt eine Stunde lang die Brüste sammeln. Also das hebt Sie jetzt. Weiß ja nicht, ob Sie das momentan stimuliert, aber. Wow! Sie haben es in einem. Soll ich vor Ihrem Kollegen mal Ihre Träume über rosa Tütüs erwähnen? Bitte was? Moment. Nee. Bitte also, was? Jetzt das bin sind ich die Träume, die Sie mir einreden wollen. Nein. Jetzt bin ich ganz Ohr. Sie wenden sich mal hier der Erzeugung des Hundes. Sie können ja gerne ein Röntgengerät nehmen und nachschauen, ob Sie vielleicht einen Schwanz sehen. Chief, ihr Part. Ja, ich bin schon unterwegs. Kleinen Moment. Okay. In meinem ersten Leben war ich Frauenarzt. Nein, nicht lachen. Nicht lachen, Becky. Ja. Nein. Moment. Ich ziehe. Wenn Sie ziehen, können Sie das Leben des Kindes gefährden. Hören Sie auf. Ja, ich ziehe nur am Schwänzchen. Nein! Nicht am Schwänzchen ziehen. Wenn Sie da hinfassen, bring ich Sie um. Aber wir müssen doch mal hier zum Ende kommen, weil wir haben doch eigentlich keine Zeit. Ich kann Sie ja jetzt hier nicht so liegen lassen, das ist ja unproduktiv. Ja, das hilft also nicht. Ziehen darf ich auch nicht, Gott. Ja, was ist jetzt mit dem Röntgengerät? Haben Sie sich gesagt, ach so, ich arbeite dran. Merk ich! Da ist er! Wer ist da? Oh, sehr gut. Freund. Wie heißt Ihr Freund nochmal? Ace. Okay. Der hat einen sehr großen. Das will ich gar nicht. Okay. Glauben Sie mir. Ja, soll deine, ich übersetzen? Deine Frau wartet da drin. Ja, richtig, deine Frau wartet da drin und. Ja, los, ab, Rinder. Ja. Händchen halten. Kommen Sie. Händchen halten. Aber ja. Ist das nicht doof ohne Stimme? Ja, okay. Ich hab nichts gesehen. Einfach hin. Schatz, ich hab... Meine Fruchtblase ist geplatzt. Können Sie die Hand abhalten? Und ich hab stark Nein. Kann ich reden. Den können Sie nicht verstehen und er kann uns auch nicht reden. Das geht nur mit Dolmetscher bei ihm. Gut, okay. Was wolltest du sagen? Gut, ey, lass mal wegen. Ja. Wir würden uns dann mal hier freundlicherweise entziehen. Ihr Mann ist ja hilfreich beiseite. Ihre Freunde sind draußen.
Wir würden uns dann hier vom Acker machen. Ja. Dürfte ich Sie vielleicht kontaktieren, wenn es da ist? Ja, selbstverständlich. Auf jeden Fall. Ich habe dringendes Mitteilungsbedürfnis, dass Sie mir sagen, wie es verlaufen ist. Okay, danke schön. Danke schön, dass Sie für mich da waren und mich so schnell ins Krankenhaus gebracht haben. Absolut kein Problem. Genau. Fahren Sie bitte. Ich glaube, meine Hand ist nicht mehr dazu fähig. Ja, kein Problem. Dann Felice. Ab ins Internet damit. Kollegen. Ich hab den Funkspruch gehört, ich wusste gar nicht. Soll ich. Meine Hand an. Oh Gott, die ist schön. Hast du kein Waschbecken? Die ist, die ist schön kaputt gebrüllt. Vor allem. Schön zerquetscht von der Hand mit einer Frau. Hat die gebrüllt? Also, sowas habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Ganz ehrlich. Das war schöner erster What Tag. The fuck. Ja. Ja, ich glaub, bisschen ich was erlebt. Gut. Mädels, ich wünsche euch eine schöne, ruhige. Nicht-Dienstzeit und wir sehen uns morgen gegen die Mittagsstunde. Auf jeden Fall. Ja, schönen Feierabend. Dann bis dahin. Tschüss. Herr Müller, schönen Dank für den ersten Dienst. Ja, ich hab zu danken. Ja, das war mal ein Hammer. Ja. Machen Sie auch Feierabend oder was? Ich mach jetzt auch Feierabend. Ich bin jetzt komplett im Arsch. Alles klar, verständlich. Gut, also Ihnen dann noch einen schönen Dienst. Oder dann später noch einen schönen Feierabend. Ja, danke sehr. Ebenso. Also, tschüss. Tschüss.